So, hallo, wir machen weiter, sobald ich es geladen habe, mit Binding of Isaac, Repentance, Dingens, Gedingse. Folgendes ist der Plan für die heutige Aufnahme. Ich habe ja gestern schon festgestellt, dass ich keine Rückmeldung habe im Fenster. Cool. Jetzt. Ich habe ja gestern schon festgestellt, Huch. Isaac and his mother lived alone in a small house on a hill. Wait a moment, wieso Isaac ist es to jetzt so viel himself, größer geworden? drawing pictures and playing with his toys as his mom watched Christian broadcasts on the Please hold the television. line. Life was simple, and they were both happy. That was until the day Isaac's mom Wieso, heard was ist, voice was habe ich jetzt? above. Your son has Was habe ich jetzt mit dem become Fenster corrupted by angestellt? sin. Warum passt es jetzt He nicht mehr? needs to be saved. I will do Oh! my best to save him, my lord, Isaac's mother replied, rushing into Isaac's room, removing all Okay. that was evil from his Ich life. hoffe, jetzt passt es wieder. Again, the Ich voice spiele called nicht mehr him. mit dem Fenster rum. Ist alles okay. Isaac's soul is still Das ist corrupted. passiert. He needs to be cut off. Das war interessant. Das ist das jetzt richtig? Sieht man jetzt alles auf dem oder? Ist das File-Select wirklich so weit unten? Ja, okay, das ist wirklich so weit unten. Aber passt das oder habe ich jetzt... Moment. Nein, es sieht schon passen. Es wird schon passen. Wir gucken gleich mal, wir gucken gleich mal. Ob ich jetzt irgendwie im Fenster selbst was verstellt habe. Aber es sieht okay aus. Wie auch immer, ich bin irritiert. Mein Plan jedenfalls ist der, dass ich mir wieder wer war es denn jetzt, mit wem ich spielen sollte? Lazarus nehme. Und was Aggressor sagt, ist völlig richtig. Lazarus startet mit den gleichen Attackwerten wie Isaac. Also wenn ich sage, der ist schwach, dann naja. Und wir auf hart spielen. Und wir versuchen die Challenge zu machen. Aber ich muss ja gar nicht. Jetzt muss ich gut hingucken, ob man alles sieht. Ja, man sieht alles. Okay, dann bin ich wieder beruhigt. Man muss ja gar nicht. Man muss ja gar nicht diesen komischen Weg gehen, diesen komischen neuen Weg. Na, sondern man kann ja. Man kann ja. Den normalen Weg gehen. Man muss ja nur den Hard Mode schaffen. Also nur in Anführungszeichen. Aber mein Problem war ja, dass ich mit Lazarus den neuen Weg gegangen bin, wo ich ja sowieso dann mit Kane auch gescheitert bin noch. Aber wenn ich die normalen Sachen spiele, vielleicht kommen dann nicht so viele komische neue Sachen entgegen. Und ja. Was ich euch übrigens fragen wollte, ich mach's jetzt in dem Part noch nicht, aber ich ärgere mich so ein bisschen über mich selbst, dass ich immer Sachen nicht mehr weiß, die ich wissen sollte. Und ich meine, ihr habt ja grundsätzlich gesagt, als wir Rebirth wieder angefangen haben, es ist nicht so schön, wenn ich Items nachgucke. Mein Vorschlag wäre der: Items, bei denen ich weiß, dass ich sie eigentlich kennen müsste, die ich halt einfach nur nicht mehr weiß, weil ich mir nichts merken kann. Und weil es zu lange her ist. Wie zum Beispiel diese ganzen Zodiac-Items. Ja? Die ich nicht auseinanderhalten kann. Solche Sachen. Wie zum Beispiel diese ganzen Runen wie Daggers und so weiter. Wie zum Beispiel auch die Bedeutung der einzelnen Würfelräume. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich kann mir das nicht merken und ich will es mir auch nicht merken. Das ist nichts, was ich lernen möchte. In meinem Kopf ist genug anderes Zeug, was ich lernen musste. Und das soll nicht rauskriegen. So. Mein Vorschlag wäre, aber ich mache das erst, wenn, sagen wir mal, die Mehrheit sich dafür entscheidet, sollte überhaupt irgendjemand was dazu sagen wollen. Mein Vorschlag wäre, ich darf dann Items nachgucken, wenn ich eben weiß, ich habe sie schon mal gehabt, ich müsste sie kennen, ne? Und in allen anderen Fällen, wenn es ein neues Item ist, oder wenn ich es noch nie gesehen habe und so weiter. Dann gucke ich es natürlich nicht nach.
Ist das, wäre das was, womit ihr leben könntet? Oder eher nicht so? Weil es ärgert mich halt jedes Mal. Mist. Es ärgert mich halt jedes Mal, dass ich, irgendein Item falsch wähle, obwohl ich die Bedeutung kennen müsste. Ne? Ich hatte das schon mal und so weiter. Und ich kenne eigentlich die Bedeutung. Aber dann eben, ja, mich falsch entscheide aufgrund meiner Unwissenheit. Oder aufgrund des, dass ich es mir nicht merken konnte. So wollte ich das ausdrücken. Ich glaube, man versteht, was ich sagen will. Also könnt ihr jetzt überlegen, ob euch das taugen würde. Mist, ich habe es noch gesehen, aber ich war zu langsam im Reagieren. Ob euch das taugen würde. Na, das wäre zum Beispiel ein Item, das habe ich noch nie gesehen. Das würde ich auch niemals nachgucken. Na? Aber wir nehmen es natürlich mit. Rainbow Effects, okay. Ah, okay, das sorgt dafür, dass ich verschiedene Tränen ausstoße. Also nicht verschiedene Tränen, sondern die verschiedene Effekte haben. Da kommt es natürlich auch... Da können wir jetzt mal sehen, was es alles an neuen Tränen gibt, ne? Witzig auch irgendwie. Irgendwie witzig. Ich hoffe, es gibt aber keine, so die komplett in meinem Gesicht einfach explodiert. Aber scheinbar betrifft es wirklich nur die Tränen an sich. Also da kommt jetzt auch kein Brimstone dabei raus. Aber dieser Hadoken-Strahl sieht interessant aus. Ist das wirklich ein Hadoken? Es wirkt wie ein Hadoken. Wenn es wieder kommt, sage ich, was ich meine. Hadoken! Das da. Das da meine ich. Das sieht aus wie ein Hadoken. Egal. Nice, nice, nice. Nice, nice, nice! Einfach mal direkt gesprengt. So gefällt mir das. Das gefällt mir weniger. Gib mir einen Hadoken. Ich will wissen, wie stark der ist. Gib mir einen Hadoken. Aua. Okay, ich krieg keinen Hadoken. Yo, was? Haben wir hier noch? Okay, das war auch krass. Dieses Portal-Ding am Boden, ne? Das hatte auch was Wildes. Okay, interesting, interesting. Also, das ist auf jeden Fall schon mal eine sehr geile Geschichte mit dem Kuchen. Ich glaube... Es gab auf jeden Fall schon mal ein Item, was verschiedene Rainbow Effects ausgelöst hat, aber ich weiß nicht, ob es das war, ob das jetzt neu ist oder nicht. Ich kannte es jedenfalls nicht, ich hätte es nicht nachgeguckt, ne? Selbst wenn es ein Rebirth-Item ist, was ich nicht kenne, gucke ich es nicht nach. Ja, darum geht's mir. Aber ich würde sozusagen Items gerne nachgucken dürfen, von denen ich hundertprozentig weiß, dass ich sie alle kenne. Wie zum Beispiel eben die Runen, ne? Wie zum Beispiel die... Ach, das war meine Hand! Das war mein Effekt, oha! Sicker Effekt, yo. Dann sehen wir jetzt teilweise coole Effekte. Auch neue Effekte. Das finde ich ganz gut. Das finde ich ganz gut. Einfach weil ich dieses Ding habe. Mit den verschiedenen Teilen. Das ist ganz cool. Das fühle ich. Oh, kriegen wir das Geld zusammen für die Map? Kriegen wir das Geld zusammen für die Map? Kann ich mir hier auszahlen lassen? Nice. Feuer, rotes Feuer. Böses rotes Feuer. Gefährliches rotes Feuer. Genau deswegen. Oh, das zieht also auch Items an, dieses Ding. Interesting, interesting. Okay, so. Ich könnte ihm Bomben geben. Ich spreng ihn lieber. Oh! Mir scheint, manche von denen kann man nicht mehr sprengen. Wahrscheinlich, wenn sie so ein bisschen grimmiger gucken. Das heißt, du bist kein normaler Bettler. Gut, dich spreng ich nicht mehr. Ist in Ordnung, hab ich begriffen. Ist okay, kein Problem. Ich würde mir jetzt trotzdem gerne noch, da wir gerade E-Bomben bekommen haben, würde ich mir ganz gerne noch... Oh, Mist. Das blaue Herz holen. Schlüssel haben wir genug. I can see forever, haben wir für die nächste Ebene dabei. Auf geht's.
Duke of Flies sollte jetzt auch nicht das Problem sein. Komm, gib mir einen Hadouken, ich will wissen, wie stark der ist. Mach einen Hadouken! Ich nenne ihn jetzt einfach so, keine Ahnung, ob das das Ding ist. Aber es sieht halt echt wie ein Hadouken aus, I'm sorry. Bist du ein Hadouken? Man weiß es nicht. Mir auch egal, ich kann es nennen, wie ich möchte. Aber ich krieg keinen Hadouken! Mist! Ich krieg's bestimmt dann, wenn ich nicht treffe. Dann, wenn ich nicht treffe, kriege ich einen Hadouken. Das sag ich doch! Hasse alles. Ich hasse alles. Ah, die sind meine, die sind meine, die sind meine, die sind meine. Oh, nice! Aber das war, glaube ich, nichts Neues. Ich glaube, das gab es vorher auch schon. Tränen, die so einen Lichteffekt auslösen. Yo! Blitzeffekt, auch cool. Okay, fühle ich. Okay, das kenne ich auch. Ja, das jetzt zum Beispiel Blankruhen, weiß ich ja nicht, was ich damit anfangen kann. Deswegen werde ich es einfach gleich einsetzen. Erstmal das Ding hier nehmen. Plus 1 to lowest stat. Das, was am niedrigsten ist, kriegt... Wo bin ich denn gerade reingelaufen? Das, was am niedrigsten ist, kriegt plus 1. Interessant, okay. Ich weiß leider nicht mehr, was die Blankrune macht. I'm sorry. Wahrscheinlich ist die irgendwas ganz Krasses. Aber jetzt, wie gesagt, gucke ich nicht nach. Wenn es euch ärgert, dass ich sie jetzt einsetze, dann werdet ihr ein Kandidat zu sagen, okay, Conan, du darfst nachgucken, wenn du normalerweise weißt, was die Dinge tun. Yo! Ich krieg noch ein... Hä? Macht die Blankrune einen zufälligen Effekt von Runen? Vielleicht? Ist das sowas? In der Richtung? Ich würde aber I Can See Forever behalten wollen. Keine Ahnung. Wir behalten I Can See Forever. Ich habe das entschieden. Ich, der Spieler. So, da haben wir es auch gleich. Map ist da. Okay, ich bin ganz ehrlich. Ich bin ein bisschen neugierig, was passiert, wenn wir den drücken. Das passiert. Ja gut, das hat viel gebracht. Kann ich eigentlich die Dinger mit irgendwelchen Tränen kaputt machen? So diese Feuerdinger oder so? Nein, also Krüge, egal was für Tränen kommen, es kommen keine Explosionstränen und so weiter, es kommen nur so Träneneffekte. Die Tränen bleiben Tränen. Da passiert überhaupt nichts. Nichts, was die Krüge kaputt machen könnte. Ich warte noch kurz die Feuerträne ab. Yo! Yo! Okay, welche Träne war das? Oder gehen Krüge nach einer gewissen Anzahl an Tränen einfach kaputt plötzlich? Nee, das muss eine spezielle Träne gewesen sein. Die war es auch nicht. Also gibt es noch eine Träne, die wir... Ja, irgendeine Träne muss das gewesen sein. Keine Ahnung welche. Interessant. Interessant zu wissen aber. Da oben ist der Gaming Room. To be honest... Könnten wir da sogar ein bisschen gamen gehen? Wobei ich vielleicht erstmal den Shop abwarte, ne? Wir können aber mal reingucken. Genau deswegen. Und dann sehen wir nämlich schon, ich kann hier einfach nur Geld einzahlen oder Herzen hergeben. Nichts davon ist interessant. Dann kann ich allerdings die Maschine auch gleich sprengen. Und Geld mitnehmen. Und ein halbes Herz liegt hier rum. Sollten wir es mal brauchen, wissen wir Bescheid. So. Der Raum da unten ist nichts für mich. Aua. Schön aus. Oh, was war das denn? Das war irgendein Effekt, den ich nicht... Oh.
Das war irgendein Effekt, mit dem ich nichts anfangen konnte. Aber es hat irgendwie so ein Glas ausgelöst. So ein Glassplitter. Oh mein Gott! Ja! Ganz fantastisch. Könnt ihr euch mal verziehen? Hab ich den gerade in den Kackhaufen verwandelt? Interessant. Okay, hier kann ja eigentlich nichts großartig sein, wenn ich die Karte mir so angucke, ne? Und da ich auch im Moment kein Space-Item habe zum Aufladen, sehe ich jetzt eigentlich nicht, dass ich da reingehen sollte. Mach dich weg. Danke. So, Schlüsselhammer. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Sweet Suffering. Ich bekomme vielleicht blaue Herzen, wenn ich getroffen werde. Das wäre jetzt auch ein Item, wenn ich es nicht mehr wüsste. Ne, würde ich sagen, das darf ich nachgucken. Vielleicht, eventuell. I don't know. Sehr schön. Das gibt richtig viel Kohle hier. Oh, nice. Mehr Kohle ist mehr Kohle ist mehr Kohle. Kann ich die Dinger irgendwie kaputt machen? Weil die können ja auch coole Sachen geben. Kommt vielleicht zufällig gerade... Die kleinen Träne waren das! Die kleine Träne macht die kaputt, oder was? Kriege ich die öfter bitte, die kleine Träne? Das ist dann irgendwie so eine Präzisionsträne, die, keine Ahnung, so eine Durchschlagskraft hat. Jetzt kommt sie nimmer. Aber es war eine kleine Träne, ne? Hat man gesehen. So eine ganz kleine Träne ist da hingegangen und dann war der kaputt. Ne, jetzt kommt sie einfach nicht mehr. Hat keinen Bock mehr. Da war sie. Na gut, aber ich mache jetzt nicht hier 3 Millionen. Yo! Die hat sogar den Ziel... Hat die Ziel gesucht so ein bisschen mit? Schon, ne? Egal. Wir können direkt in die Bibliothek reinlaufen. Ah, nee, das ist der Shop. Nevermind. Und uns Dinge kaufen. Oh, schade. Ich dachte, der gibt Geld. Wie zum Beispiel das Fanny Pack. Und hätte ich jetzt zum Beispiel gewusst, was es macht, hätte ich nachgeguckt und vielleicht es nicht gekauft. Ich weiß auch, dass ich das schon öfter hatte. Ich weiß, dass ich das schon öfter hatte, also müsste ich wissen, was es tut, ne? Aber ich weiß es leider nicht mehr. So, kaufen wir noch einen Schlüssel und dann geht's raus. Dann haben wir jetzt einen Raum übersprungen. Das dürfte jetzt nicht der große Schaden sein. Ah, ich denke immer, das trifft mich dann. Aber das ist mein Effekt gewesen. Mein eigener Effekt kann mich natürlich nicht... Na, aber das weiß man nicht. Manchmal gibt es natürlich auch Effekte, die einen selber treffen können. Oh, sehr gut. Ich hatte allerdings... Ja. Ich hätte das anders machen können. Okay, 2 Räume bis zum Boss. Da ist er schon. Und noch der letzte Geheimraum. Sehr schön. Auch den bekommen wir einfach ohne Bombe zu opfern. Komische Steine sehe ich hier nicht. Also gehen wir noch in den Raum rein. Kriegen ein blaues Herz. Freuen uns. Und gehen zum Boss. Okay, über den freue ich mich jetzt weniger. Der kann ganz schön böse werden. Mach direkt die nächste Kugel, weil ich die erste kaputt... Oh Mann! Hör auf, die Kugeln zu machen. Ja, sei mal ein bisschen verwirrt, ist in Ordnung. Bleib mal verwirrt, dass du nichts mehr machst. Bleib schön verwirrt. Ja, so ist auch gut. Das ist gut. Das ist gut. So gefällst du mir. Nein! Komm zurück. Komm, komm. Mach dich wieder... Lass dich wieder einfrieren. Oder paralysieren oder was auch immer das war. Oder vergolden, keine Ahnung. Das war so eine Goldstatue, hatte so ein bisschen den Eindruck. Nein. Nein. Wow. Warum finde ich das so lustig? Geh, hör auf, die Dinger zu machen. So, Abflug. Sehr gut. Sehr gut.
Sehr, sehr gut. Was haben wir hier? Ich bin ein wenig. Zwei Herzen. Zwei Herzen kostet es mich, aber dafür bekomme ich die Dinger. Ich will die haben. Ich will die haben. So. Also das andere kann ich nicht mitnehmen. Ich würde jetzt zwar gerne nachgucken, was es macht, um auf Nummer sicher zu gehen, aber das andere Zeug kann ich nicht mitnehmen. Es ist doch auch so, ich weiß, dass das Guppys Collar ist und der mich eventuell wiederbeleben kann. Aber ist der erste Tod schon der, der mir die Challenge kaputt macht, wenn ich Lazarus spiele, oder kommt der dann erst zum Schluss? Also ist der letzte der, der mich dann... Nee, ich glaube, man darf nicht ein einziges Leben verlieren, also ist Guppys Collar nicht sinnvoll. Wir belassen es dabei. Wir belassen es dabei, wir gehen auch nicht nach Downpour. Wir freuen uns, wie wir das jetzt gemacht haben. Und ich würde sagen, gehen weiter. Und werden hoffentlich das nicht bereuen, dass wir das Herz hergegeben haben. Ich meine, das ist halt eine super starke Waffe. Das ist halt eine super starke Waffe, ne? Ich hoffe, ich werde es nicht bereuen. Ich habe jetzt halt wenig Energie. Das ist das halt das Problem. Curse of the Blind ist jetzt nicht so genial. Weil dann weiß ich, was für ein Item ich einsammle. Okay, der Boss wird eher da unten sein. Wir gehen jetzt zwei Räume hoch, dann sehe ich, ob links oder rechts noch ein Itemraum kommt. Aber soweit muss ich es ausprobieren. Ich muss jetzt halt böse auf meine Energie achten. Also noch mehr als eh schon. Nice, nice, nice. So. Ja. Theorie hat sich bestätigt. Hier ist der Itemraum. Das war, was ich wissen wollte. Oh Gott! Nein! Okay, hier liegen zwar jetzt halbe Herzen rum. Gott, ich erschrecke immer. Da sind irgendwelche Tränen, die explodieren. Keine Ahnung, was die genau machen. Nee, kannst du behalten. Hier liegen jetzt zwar halbe Herzen rum, aber die nützen mir nichts, weil ich habe ja nur ein rotes. Ah, das wird schief gehen. Ich habe echt Bedenken. Aber die Attacke ist halt jetzt super stark. Ich hoffe, das macht was. Gib mir ein HP ab oder irgendwas Nices. Irgendwas Nices. Ice Ice Baby. Ja gut, ist irgendein neuer Kumpane, der Eistränen wegschickt. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Ist nichts Schlechtes. Aber auch nichts, was mir jetzt irgendwas nützt. Ich brauche halt dringend Energie. Oder halt Räume, in denen ich nicht Energie verliere. Bleiben die jetzt tot oder wie? Ach so! Wenn ich da jetzt gegenlaufe. Okay. Okay, wir lassen das mal. So, und jetzt haben wir nämlich die Situation, dass da unten dieser Würfelraum ist. Und ich werde aber gar nicht erst reingehen. Weil ich ja auch nicht weiß. Okay, der Boss wird wahrscheinlich da drüben sein. Da aber der Shop in der Richtung sein könnte. Ja. Müssen wir hier kurz... Vorsichtig. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Ganz vorsichtig. Müssen wir hier kurz reingehen. So. Okay, gib mir was Brauchbares. Ein blaues Herz. Nice. Ein blaues Herz und ein unbekanntes Item. Ich habe nichts zu verlieren. Pandoras Box. Kenne ich nicht. Weiß ich nicht. Sagt mir nichts. Scheint ein Spacebar-Item zu sein. Was man einmal einsetzen kann. Nur einmal. Was macht das? Man sagt ja immer, öffne nie Pandoras Büchse. Also wird es irgendwas sein. Also wird es irgendwas... Oh, Lockpick. Nice. Also Paperclip meine ich. Also wird es irgendwas sein, was echt böse ist. Aber was ist es? Soll ich es für einen Boss aufheben? Soll ich...
Pandoras Box? Kann ich mir damit den One versauen? Ich habe keine Ahnung. Ich bin sehr, sehr... Wow. Ich bin sehr, sehr skeptisch, was Pandoras Box angeht. Ich weiß nicht... Ich weiß nicht, ob ich das... Ich kenn's halt nicht. Ob ich das riskieren sollte? Ne? Ihr versteht das Problem. Ich trau mich jetzt halt nicht, das irgendwann jemals zu drücken. Ich werde mich nicht trauen, das irgendwann zu drücken, weil ich nicht weiß, was es tut. Dann werde ich aber auch nie erfahren, was es tut. Soll ich es einfach mal beim Boss einsetzen? Ich setze es einfach mal beim Boss ein. Dann wissen wir, was es macht. Dann habe ich es vielleicht gelernt und vielleicht kann ich es mir auch merken. Hilfe. Und dann... Jo! Ich würde mich jetzt gerade... Mich würde jetzt interessieren, ob wenn ich dieses Portal hier hinkriege, ob dann die Items auch aus der Luft, also über den Dings gezogen werden. Kriege ich das Portal mal kurz, bitte? Dieses schwarz-orangene Portal. Kriege ich das mal bitte kurz? Kriege ich bitte mal kurz das Portal? Darf ich bitte mal... Ja, scheinbar darf ich nicht. Uhua! Das war ein Explosionsdings. Ich krieg das Portal nicht. Schade. Ich habe so oft bekommen, jetzt krieg ich es gerade nicht. Ich würde halt gerne sehen, ob das die Items anzieht oder nicht. Ha! Ja, okay, es zieht sie an, aber nicht über den Boden weg. Gut, mehr wollte ich nicht wissen. Mehr wollte ich nicht wissen. Okay, wir setzen Pandoras Box beim Gegner ein. Ich weiß nicht, was es tut. Ich weiß es nicht. Steinigt mich nicht, wenn es schlecht ist, okay? Das spawnt ein Item. Das spawnt einfach ein random Item. Aua. Aua. Tu mir bitte nicht weh. Ich tu dir weh, du mir nicht. Okay, cool. Ach so, ja gut. Was heißt, es spawnt ein random Item? Ich sehe die Items in dem Raum ja so in der Ebene ja sowieso nicht. Aber es wird die jetzt nicht immer The Belt spawnen. Es wird halt irgendein... Aber es wird irgendein Item spawnen, offenbar. HP ab. Nice, 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 nice. So, wir gehen trotzdem in den Satan-Raum. Ich könnte ja noch was Cooles bekommen. Zum Beispiel blaue Herzen. Schwarze Herzen. Aber die brauche ich gerade ganz, ganz dringend. Und was immer da liegt, keine Ahnung. Werde ich auf keinen Fall mitnehmen. Gut. Der Raum... Den Raum haben wir gut hinter uns gebracht. Aber wir haben immer noch... Wir haben halt die Dinger dabei. Oh nein! Oh nein, geh mit Curse of Darkness weg. Oh, jetzt muss ich böse aufpassen. Ich möchte... Oh Gott, die Ebene ist auch noch so groß. Okay. Wir müssen abklären... Wir müssen ein paar Räume abklären. Seht ihr meine Maus, wenn ich da jetzt drüber fahre? Seht ihr meine... Nein, seht ihr nicht. Okay, scheiß drauf. Ich versuche jetzt so abzuklären, dass ich nicht in viele Räume gehen muss. Aber wir müssen Itemraum finden, wir müssen Shop. Ne, Shop müssen wir nicht finden. Bei 5 Münzen müssen wir den Shop nicht finden. Wir müssen aber auf jeden Fall den Boss finden. Wir scheinen Gegner zu sein. Ich treffe euch. Irgendwas treffe ich. Und die treffen mich nicht. Das ist schon mal gut. Haben wir schon alle Gegner weg? Ist der Raum schon offen? Okay. Ich weiß nicht, was da war. Irgendwas war da. Okay, das ist. Nicht gut. Okay, ich glaube, wir haben den Raum schon geschafft. Da oben ist der Stachelraum, ne? Ja, da gehe ich nicht rein. Ich würde aber mich trauen, hier zu sprengen, tatsächlich. Okay, I'm excited. Das setze ich nicht nochmal ein. Wenn ich es wieder habe. Also nicht random, meine ich.
Yes, 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 yes. Ganz viel Yes. Wie kann man so viel Glück haben? Okay, wir haben direkt den Gegner erledigt. Schöne Sache. Und es geht hier nicht weiter. Also da den Raum da drüben lasse ich in Ruhe. Sind hier Gegner? Nein, das ist einfach nur ein leerer Raum. Okay, cool. Ich wollte nur kurz sagen, ne, natürlich könnten auch in Räumen, die ich in Ruhe lasse, natürlich könnten da theoretisch auch so coole Sachen wie jetzt diese Kiste sein. Ne, das sehe ich natürlich nicht. Aber ich werde trotzdem nicht Räume riskieren, die ich nicht, in die ich nicht gehen muss. Sagen wir es so. Ich werde keine Räume riskieren, in die ich nicht unbedingt gehen muss. Ich werde hier schön vorsichtig durchspielen. Das Ziel ist nicht zu sterben. Das ist alles. Das Ziel ist durchkommen und nicht sterben. Und wir haben gerade echt gute Voraussetzungen, was meine Ausrüstung angeht. Also, die Voraussetzungen für die Runde sind gerade deutlich, deutlich besser als alles, was wir bisher hatten. Wo sind noch Gegner? Da ist noch einer. Wieso wird jetzt plötzlich so schnell? Ist I'm Excited noch aktiv? Das war zumindest der Effekt von I'm Excited, aber bleibt das die ganze Ebene überaktiv, wenn ich das einmal eingesetzt habe? Fände ich jetzt nicht so cool. So, wir gehen kurz hier runter, klären den Weg ab. Okay, hier ist weder das eine noch das andere. Hier ist einfach nur der Opferraum. In den Opferraum können wir reingehen. In den Opferraum können wir reingehen und gucken, ob da irgendwo ein blaues Herz oder so rumfliegt. Oder das Feuer kaputt machen und vielleicht zumindest Geld bekommen. Oder mit Glück sogar die Kürbisse sprengen. Die Totenköpfe sprengen. Was ist denn jetzt bei mir kaputt gewesen? Wie kam mein Kopf denn auf Kürbis? Oh, hallo, 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 hallo. Was bist du denn? Nose Goblin seems magic. Ich würde lieber meinen Lockpick behalten, weil ich nicht weiß, was du tust. Okay, nice. Von dem Raum aus kommen wir sowohl in den Itemraum als auch in den Shop. Jetzt mit 10 Herz würde ich dann doch den Shop besuchen. Ich könnte ja ein blaues Herz bekommen da drin. Aber erst gehen wir in den Itemraum, ganz klar. Nehmen wir mit. Nicht jetzt das genialste Item, aber auch nicht verkehrt. Jo, nice. Es war zu erwarten, dass der langsam mal kommt. Und das freut mich jetzt auch, weil den haben wir schnell weg. Und er gibt uns schön viel Kohle. Und eine Pille. Das ist I Can See Forever. Nehmen wir die Ebene? Ne, wir nehmen die nächste Ebene. Wir nehmen die nächste Ebene für I Can See Forever. Ich habe keine Lust, hier noch länger durchzulaufen. Bin ich ganz ehrlich. Ich möchte hier nicht noch länger durchlaufen. Gehen wir zum Boss. Der Boss ist jetzt auch im Dunkeln, ne? Ich meine, das ist schon schlimm genug. Oh, yay. Da bin ich aber echt froh, dass ich meine Dinger habe, weil das trifft jetzt einfach alles. Das trifft jetzt einfach die ganze Zeit und ich muss mich nicht ewig rumschlagen. Oh Gott, ist das gut, dass wir Na. Ich komme halt nie auf den Namen. Wie heißt die Dinger, die ich werfe? Hier ist... Sensen. Danke. Dass wir die Sensen haben, ist echt gut. Was ist das? Collect them all. Jo, wahrscheinlich. The Tower. Magician. Ich kann doch nur einen was mitnehmen. Wollt ihr mich verarschen? The Lovers. Two of Spades. Das verdoppelt meine Bomben. Nee, Two of Spades verdoppelt meine Schlüssel. Two of Diamonds verdoppelt mein Geld. Ich kann halt nicht... Ist da eigentlich noch ein Satanraum aufgetaucht? Nein, nur dieser Bombenraum.
Ich hätte fast das schwarze Herz übersehen. Ihr hättet mich so geschlagen, wenn ich das schwarze Herz übersehen hätte, ne? Ich wollte ja eigentlich I Can See Forever mitnehmen, ne? Also setzen wir jetzt halt beide Dinger hier ein. Two of Diamonds. Two of Spades. Und das hier ist alles, was man nicht jetzt einsetzen kann. Das ist... nützt mir jetzt nichts. Der Tower nützt mir jetzt auch nichts. Magician nützt mir auch nichts. Der Lovers nützt mir auch nichts. Ich kann es spawnen, aber es nützt mir nichts. Da kommen zwei Herzen. Okay. I Can See Forever. Nächste Ebene. Let's go. Curse of the Unknown ist natürlich wieder... Ach so, das bezieht sich auf meine Herzen. Das ist okay, damit kann ich leben. Ebene ist recht groß. Wir gehen gleich mal hier rein. Achso, ich muss den Raum betreten, wo der ist. Okay. Aber immerhin sehen wir wieder was. Das war nicht, was ich wollte. Ich muss halt jetzt echt meine Herzen im Blick haben, ne? Okay, hier oben ist dieser Raum. Ist da was Spannendes drin? Könnte spannend sein. Sollen wir es wagen? Was kann schon schief gehen? Wow. Ich hoffe, das war's wert. Also wenn ich jetzt Schaden nehme für 4 Münzen, dann ist Kacke. Wenn ich keinen Schaden nehme, ist die Geschichte in Ordnung. Jetzt kommen noch die Hände. Oh, die blöde Hand sogar. Habe ich es erledigt? Nein, habe ich nicht, weil da irgendwas aus der Decke kam. Na toll, ich kriege meinen Schlüssel wieder, aber ich habe Energie verloren. Das war blöd. Kein guter Raum für mich. Ich meine, geldtechnisch ja. Geldtechnisch auf jeden Fall. Wenn wir den Shop sehen werden, Gold. Mit dir kaputt. Portet sich einfach weg. Aber wahrscheinlich waren das meine Trend, die ihn geportet haben. Justice. Ich war gerade unsicher, was Justice macht, aber das spawnt mir einfach Sachen. Habe ich das nicht in einem der letzten Runs gar nicht eingesetzt, Justice? Ich meine mich zu erinnern, dass ich Justice mal vergessen habe. Ich hatte mal Justice und ich kann mich nicht erinnern, dass ich es eingesetzt habe, was dann dumm war. Okay, da oben gehen wir gar nicht. Doch, wir gehen rein, aus dem gleichen Grund wie vorhin. Vielleicht ist irgendwas Cooles. Nö, nichts Cooles. Okay. Gut, 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 gut. So. Der kleine Raum kann überhaupt kein Shop- oder Itemraum sein, ne? Das heißt, ich brauche da gar nicht runtergucken. Dann brauche ich da auch nicht runter gucken. Der Item-Geheimraum hat sich auch noch nicht aufgetan irgendwo. Na gut, den großen Raum müssen wir jetzt auf jeden Fall spielen. Da ist mein Geheimraum. Ihr könnt alle mal einen Abflug machen. Ja, gut. Du machst auch noch einen Abflug. Prima. Da ist irgendwas in der Mitte gedroppt. Was ist das? A Card Against Humanity. Was hat die nochmal gemacht? Ich wollte da nicht drauflaufen. Ich habe nur den... Scheiße, ich habe nur den Schalter in der Mitte gesehen. Wollte auf den hier gar nicht drauflaufen, den habe ich gar nicht gesehen. Na gut, okay, da oben wird nichts angezeigt. Dann kann der ganze Bereich da oben nicht wichtig sein, weil wenn es mir hier jetzt nicht angezeigt wird, dass da der Itemraum ist, in der Ecke kann er nicht sein, direkt neben mir kann er auch nicht sein, können wir den ganzen Teil skippen. Ich hoffe, dass ich energietechnisch noch ganz gut dabei bin. So, da unten müsste jetzt aber irgendwas auf jeden Fall auftauchen. Ein Stachelraum, toll.
Aber dann kann ich auch hier die Nebenräume auslassen. Haben wir alle schon? Da ist doch noch was. Da ist noch einer. Okay. War zum Glück nur wenig Gegner für so einen großen Raum. Das ist ganz gut. Glück gehabt. Und einen Schlüssel kriegen wir dafür. Ist okay. Gut. Dann können wir jetzt nur noch den Hauptweg zu Ende gehen. Wir müssen damit zum Boss kommen. Sehr schön. Und zum Itemraum. Und zum Shop. Muss jetzt alles gleichzeitig auf unserem Weg liegen. Okay, Stachelsteine. Wohin ist das Viech verschwunden? Okay. Ich würde jetzt gerne mal so ein Ding hier sprengen. Weil das hier schon ganz cool sein kann. Ja, genau deswegen. Okay, das sind alles keine komischen Steine, ne? Ich gucke extra drauf, aber ich sehe bisher nichts. Wahrscheinlich habe ich wieder Millionen Steine übersehen und ihr schreibt es mir dann in die Kommentare. Was macht nochmal diese Card Against Humanity? Macht die irgendwie alles voller Code? Ich glaube ja. Oh Gott. Meine Frage, wenn ich das jetzt hier einsetze, verwandelt es die Dinger hier auch in Code? Das ist jetzt nicht gut! Das ist gar nicht gut. Das ist nicht, was ich wollte. Nein! Das war die schlechteste Idee, die ich jemals hatte. Ich muss trotzdem drüber lachen. Scheiße! Ich muss die noch befreien hier. Dass ich an den scheiß Knopf da rankomme. Mein Gott! Das war... Das war wirklich mit das Dümmste, was ich hätte tun können. Ich dachte halt, vielleicht verwandle ich die auch. Hätte ja sein können. Oh mein Gott, ich habe so viel Energie gerade verloren, ne? Okay, hier unten könnte was auftauchen. Shop oder Itemraum. Shop. Brimstone-Viecher. Macht bloß einen Abflug. Oh, ich hoffe, der Shop gibt mir Energie oder sowas. Der Shop gibt mir eine rote Kerze. Ich kenne ja die blaue Kerze. Was macht denn die rote Kerze? Also die ist auf jeden Fall auch sowas. Die ist im Prinzip das gleiche, nur mit einer roten Flamme. Ist das dann eine Flamme, die mir auch wehtun kann? Oder bleibt die länger? Oh Gott, kann die mir wehtun? Ich will es lieber nicht rausfinden, ne? Und den Boomerang werden wir auch mal mitnehmen. Oh, ach, das ist... Ach, das war auch ein Spacebar-Item. Ups. Nee, dann nehmen wir lieber die Flamme mit. Ich dachte, das ist irgendwie so ein Tränen-Effekt. Ja, nevermind. Dann habe ich es halt gekauft. Ich habe genug Geld. Lasst mich. Okay. Aber noch sind wir nicht an den roten Herzen dran. Sonst könnte ich das hier einsammeln. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ja, wait. Dann habe ich aber jetzt trotzdem Müll gemacht. Dann ist irgendwas in meiner Theorie falsch. Weil wir haben noch keinen Itemraum. Dann muss der doch... Kann der doch in einem kleinen Raum sein? Der muss in einem kleinen Raum sein können. Weil das ist die einzige Möglichkeit, die mir noch bleibt für den Itemraum. Bin ich jetzt doof? Hier, ne? Hier... hier kann ich noch runter. Und dann muss der kleine Raum... Kann es dann über dem Geheimraum doch der Itemraum sein? Wieso zeigt es mir denn den nicht an? Ich dachte, den zeigt es mir an, wenn ich in dem Raum bin. Ich dachte, wenn ich in einem Raum bin, zeigt es mir daneben dann den Itemraum an. Also die Art des Raums, wenn ich da drin. Ich bin verwirrt.
Was ist denn jetzt wieder für ein Denkfehler bei mir? Geh mal jetzt doch da hoch. Geh mal jetzt doch da oben rein. Ach, den zeigt's nicht an, wenn es der Geheimraum ist. Ja, schau mal einer, guck. Hab ich auch wieder nicht gewusst. Hätte ich wissen können. Ich spiel jetzt nicht zum ersten Mal Isaac, ne? Also die Art des Raumes zeigt es nicht an, wenn ich im Geheimraum bin. Wenn ich in einem anderen Raum bin, zeigt es die Art des Raumes aber an, der angrenzt. Wie jetzt hier halt zum Beispiel sieht man jetzt, dass da der Bossraum natürlich ist, wie es zu erwarten war. Jetzt kriege ich den goldenen Schlüssel, weißt du? Du kannst mich mal spielen, aber ich habe eh genug Schlüssel. Ist alles in Ordnung. So, aber wir müssen noch... Wir haben noch nicht den kleinen Geheimraum gefunden und wir haben hier I Can See Forever eingesetzt. Also irgendwo muss auch noch der kleine Geheimraum sein. Die Frage ist, ist es das wert, den jetzt zu suchen? Ne? Oder kannst du den einfach mal... Ich könnte mir denken, wo er... Ja, ich könnte es mir denken. Der ist da oben drin. Der ist da links, rechts vom Itemraum. Da ist der andere Geheimraum. Der Raum könnte jetzt auch nochmal gewinnbringend sein, wenn ich mir das hier angucke, könnte der Raum jetzt hier echt nochmal gewinnbringend sein, ne? Immer mal ganz ehrlich. Kann ich mir eine Bombe sparen, indem das gesprengt wird? Passt. Warum eine Bombe sparen? Na gut, dann nicht. Wir haben genug Bomben. Bin ein bisschen vorsichtig wegen Stachelkisten, ne? Ist da schon. High Priestess. Was war die nochmal? Verwandelt mich in Dings, oder? Also ich nehme es auf jeden Fall mit, weil ich habe eh nichts anderes, aber... Was ist das denn? Das sind irgendwelche Steinherzen, oder was? Ich habe davon jetzt zwei gesammelt. Was ist das? Und ich konnte das dritte nicht einsammeln. Okay. Also ich bin garantiert nicht voll mit meiner Energie. Das ist klar, weil wir haben so viel Energie verloren. Wir haben sämtliche schwarze... Ich wollte hier nicht reinlaufen. Ich wollte hier nicht reinlaufen. Scheiße. Wir haben so viele blaue und schwarze Herzen verloren in der Zwischenzeit. Ich bin auf jeden Fall nicht voll. Das heißt aber, dieses komische Steinherz-Dings... Sammelt man ein und hat es dann und irgendwas hat es jetzt gemacht und ich sehe halt leider nicht, weil wir noch Curse of the Unknown haben. Ich sehe halt, achso, ich bin ja auch dumm. Ich kann hier eine Bombe einsetzen und kriege ja 4 raus. Wenn ich das jetzt nicht gemacht hätte, wäre das ja komplett dämlich gewesen. So, egal, wir gehen erstmal zum Boss. Und kriegen dann in der nächsten Ebene ja gezeigt, was das dann tut. Ich habe daneben geschossen. Wo bin ich? Was hat mich getroffen? Bin ich in mein Feuer reingelaufen? Bin ich dumm? Oder habe ich einfach nicht aufgepasst? Wo? So, tschüss. Das Problem ist, jetzt wurde ich so oft getroffen. Jetzt wurde ich blöderweise so oft... Jetzt taucht hier trotzdem dieser Mausoleumweg auf. Der taucht also auch auf... Oha. Der taucht auch auf, wenn man nicht durch Pur Down und durch die Mines geht. Auch das ist wieder interessant. Das wussten wir auch noch nicht. Ich könnte also auch von hier aus jetzt trotzdem ins Mausoleum gehen. Ich habe aber dann Pur Down und die Mines nicht mitgemacht. Dann muss ich das aber scheinbar gar nicht. Ist es dann optional? Oder kriegt man halt dann vielleicht einen Bonus, wenn man alle drei Spezialwege geht? Fragen über Fragen. Ich bekomme keine Antworten, ich will auch noch keine. Ja, ich wurde jetzt aber so oft getroffen, dass ich die Befürchtung habe, dass wir jetzt diese Steinherzen nicht mehr bei uns oben sehen.
Und ist wieder alles normal. Nein, doch, da ist dieses komische Steinherz. Okay. So, wir haben so viel Geld, wir müssen spielen. Wir müssen auf blaue Herzen hoffen. Was macht dieses Steinherz? Es sieht gefährlich aus. Irgendwie sieht es nicht aus als etwas, was ich haben wollen würde. So, aber wenn wir jetzt hier eh Herzen spawnen, können wir auch gleich die Maschine benutzen. Kann auch hier weitermachen. Gib mir das. Nice. Das ist jetzt der spannendste Moment des Spiels, ich weiß. Nice. Was war das? Bombs are key. Oh. Hat es jetzt einfach einmal getauscht und dann wie... So, was passiert? Ich denke, wir können jetzt an dem ganz gut sehen, was mit diesem Steinherz passiert. Das wurde gar nicht angegriffen. Wait. Habe ich jetzt effektiv gerade nur noch ein Herz, weil das irgendwie verseucht ist oder so? Hätte ich das nicht einsammeln sollen? Ich weiß nicht, was das ist. Aber das klingt nicht gut. Das klingt gar nicht gut, was da gerade passiert ist. Okay, wir gehen mal vorsichtig in den Raum rein hier. Der Raum sollte keine Probleme bereiten. Hier ist auch nichts weiter Interessantes. Okay. Jo, aber das, was gerade passiert ist, sah nicht gut aus. Der greift das hintere Herz an. Wenn ich jetzt getroffen werde, wird nur das hintere Herz getroffen? Und ich bin tot, oder wie? Was macht dieses komische, verseuchte Herz? Hilfe! Ich würde erstmal den Shop besuchen wollen, bevor wir jetzt hier nochmal spielen. Schade. Hätte es sein können, dass ich es so auslösen kann. Oh Gott, Leute, das wird jetzt kritisch, weil Stacheln ziehen mir ein ganzes Herz ab, ne? Oh Gott sei Dank. Meine Nerven. Okay. Ich muss da runtergehen und ich muss gucken, was in den Nebenräumen ist. Nichts. Nichts von Bedeutung. Okay. Mach dich weg. Boah, wir brauchen dringend... Ich hoffe jetzt mal auf ein schwarzes Herz, wenn ich die zwei hier sprenge. Das ist nicht, was ich wollte. Ah, die kann man wegschieben. Okay, auch cool zu wissen. So. Ja gut, dann müssen wir jetzt da durchlaufen. Ich habe jetzt zweimal die Kerze vergessen, habt ihr auch gemerkt. Aber ich habe jetzt wieder dran gedacht. Könnte hier Geheimraum sein? Gibt es irgendwas, was dagegen spricht? Nein. Yes. Bitte sei was Gutes. HP ab. HP ab. HP ab. Ja, ist Luck ab. Aber auch das kann man einsetzen. Luck up. Bitte HP ab. Ich bin mal ganz kurz. Jetzt ist das Steinherz auf jeden Fall weg. Und kommt auch nicht wieder.
Ich bin mal ganz schnell hier noch das andere halbe Herz holen, was hier rumfliegt. Okay, ich habe wieder normale Herzen. Aber Bad Trip zieht mir doch normalerweise. Das hat mir jetzt 1,5 Herzen abgezogen. Was mache ich? Ich sammle nie wieder diese verfluchten Herzen ein. Ich weiß nicht, was die tun. Das hat mir nicht gefallen. Das hat mir gar nicht gefallen gerade. Die Oh mein Gott, ey. Ich meine, ein bisschen spielen können wir trotzdem. Ich meine, im Shop ist nichts, was ich für 50 Münzen kaufe. Und ich könnte halt sowas wie Pretty Fly bekommen oder blaue Herzen. Wir spielen mal bis 30 Münzen. Mehr als 2 Items sind nicht im Shop und das hier ist die letzte Ebene mit Shop. Also, das sollte passen. Naja. Das war kein guter Gewinn. Das war kein guter Gewinn. Okay. Auf die Herzen gehen, auf die Herzen gehen. Da war irgendwas ganz Gefährliches in der Ecke. Ich weiß nicht, was er getan hätte, aber er hat es gar nicht erst tun können. So, durch den großen Raum müssen wir durch. Aber das ist zum Glück recht angenehm gebaut, weil das so viele Steine sind. Oh boy! Ich will, dass das Feuer erst weggeht. Vorher gehe ich da nicht durch. Ja, oder so. Oder du kommst einfach raus. Ah, nein. Ist da eigentlich noch einer drin? Nein. Nur der da oben noch, oder wie? Feuer? Okay. So, zieh da ins Feuer rein. Komm, das Feuer ist cool. Geh da rein. Oder so. Okay, das war das. Ich habe mich mehr als doof angestellt in dem Raum. Sind da irgendwelche wichtigen Steine? Ich sehe wieder nichts. Aber ihr wisst, wie blind ich bin. Von daher heißt es überhaupt nichts. So. Itemraum ist dabei. Jawohl. Vorsicht vor Brimstone-Gegnern! Gott, ich wollte gerade sagen, wie hätte ich denn da jetzt ausweichen können? Aber naja, ich kriege ja meine Energie zurück. Nichts passiert. Nichts passiert. So, was haben wir hier? Ein halbes Herz liegt darum. Was sind das für Dinger? Einfach irgendwelche Posten. Okay. Was haben wir hier? Kenne ich nicht, nehme ich mit. Sind es diese Dinger, die um mich rum sind? Eyeball Tears. Okay. Ah, die bleiben jetzt eine Weile, oder wie? Oder war das vorher auch schon so? Keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall nicht verkehrt aus. Sieht auf jeden Fall nicht verkehrt aus, was da passiert ist. Null. Ich mag den Eiseffekt. Der Eiseffekt ist cool. Shop! Shop und Hand. Welche Hand? Die Hand. Hand weg. Energie wieder da. Okay, hier ist ganz viel passiert. Ja, die bleiben irgendwie... Also die verhalten sich anders, die Sensen. Aber ich glaube, das ist okay. Also ich glaube, dieser Eyeball-Effekt ist nichts Schlimmes. So, Shop, was hast du mir zu bieten? Schoolbag has appeared in the basement. Okay, was auch immer das ist. Aber hallo, Schoolbag. Das sind wohl die Eyeball-Tears jetzt auch wieder der Effekt gewesen. Okay, wir nehmen mal das 1 plus 1 mit. Dann nehmen wir das blaue Herz mit. So. Ich weiß leider nicht mehr, was das 1 plus 1 macht, aber ich habe es jetzt nicht als was Schlechtes im Kopf. Na, deswegen nehme ich es mit. Okay. Ich weiß aber effektiv nicht mehr, was es macht. Und das Ding ist, wir sind in der Marm-Ebene. Ich möchte mal kurz betonen, wir sind in der Marm-Ebene. Wir haben 2,5 Herzen. Ich habe ein bisschen Bammel, in die Marm-Ebene zu gehen.
Also in den Kampf. Aber ich habe keine andere Option mehr. Ich habe keine anderen Optionen mehr. Mehr Energie werde ich nicht bekommen. Ich kann nur hoffen, dass ich jetzt noch durch diese Ebene hier durchkomme, ohne großen Schaden. Vielleicht findet man noch den Geheimraum. Nee, das könnte okay sein. Das könnte okay sein. Der Raum könnte okay sein. Also irgendwas Interessantes macht dieses Eyeball. Ich weiß nicht, was genau diese... Oh, der Raum ist sehr okay. Die Kiste könnte nochmal schöne Dinge für mich beinhalten. Bad Trip haben wir ja schon gefunden. Die Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt Bad Trip ist, ist nicht so hoch. Wir probieren es einfach mal und hoffen, dass es was Brauchbares ist. Ja. Komme ich da von oben auch rein? Ja, ja, ist egal. Ich habe genug Bomben. Gehen wir von der Seite rein. So, was haben wir hier? Geld. Ja, gut. Dann können wir jetzt allerdings auch noch die Karte kaufen im Shop. Weil die könnte ja auch, hier Hierophant sein zum Beispiel. Oder Justice. Nehme ich auch. Nehme ich auch. Nicht jetzt das Beste, aber auch nichts Schlechtes gewesen. Ja, jetzt können wir nicht mehr machen. Jetzt sind wir auf uns gestellt. Ich könnte noch die anderen Räume besuchen, aber das ist mir zu riskant. Wie gesagt, ich kann noch versuchen, den Geheimraum zu finden. Der könnte einmal hier sein. Der könnte einmal hier sein. Na, dann lassen wir's. Wünscht mir Glück! Nein, ich bin reingelaufen. Okay, da liegen zwei Herzen rum. Sehr gut. Die sind super wichtig. Wenn sie mich treffen sollte, sind die Herzen super wichtig. Ich dick! Schön auf das Patschefüßchen gucken. Patschefüßchen. Schön auf den Schatten gucken. Okay. Oh, da war ein blaues Herz. Irgendwo kam das blaue Herz her. Ich weiß nicht wo. Irgendwo kam es her. Okay. Aber ich... Also damage-technisch, wenn wir so zum Herzen kommen, wird es auch nicht so angenehm. Also zu Eclipse meine ich, ne? Wisst ihr schon, was ich meine. Abwanzen! Nein, 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 nein. Lass mich in Ruhe. Die Frage ist, ab wann zählt denn... Nein! Gottes Willen, ab wann zählt denn eine Ebene als geschafft? Das wollte ich fragen. Okay, wir nehmen dich natürlich mit. Gott, ab jetzt ist alles ein Hit. Ab jetzt ist ein Herz, also jeder Hit ein Herz. Es wird kritisch. Es wird sehr, sehr kritisch. Ich habe kaum die Kerze eingesetzt, wollte ich mal kurz bemerken. Ich denke an sowas immer gar nicht. Wenn ich so viel anderes Zeug habe, ich denke dann gar nicht dran, dass ich auch noch die Kerze habe. Aber oh Junge, es wird sehr, sehr kritisch. Curse of the Maze. Okay. Das war das, dass man einfach rumteleportiert wird, ne? Okay, wo könnte der Boss sein? Es gibt mehrere Möglichkeiten, leider. Aber ich fürchte, ich muss die ganzen kleinen Räume durchlaufen. Ich schätze mal, dass er da ist. Ah, wenn ich Glück habe, habe ich hier eine Abkürzung. Schade. Okay, der Raum ist einfach ein Raum. Nicht in die Stacheln laufen. Sei kein Dummkopf, dankeschön. Gott. Das Auge ist noch nicht down, das Auge ist immer noch nicht down. Geh kaputt. Oh, ich hätte die Kerze. Warum setze ich die Kerze nicht ein? Passage. Oh Gott.
Passets verstehe ich. Das bringt mich eine Ebene weiter. Das setze ich aber jetzt safe nicht ein. Vorsichtig. Okay, wir haben's. Junge, 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 Junge. So. Liegt irgendwo noch ein Herz rum? Nee, aber der hier könnte mir ein Herz geben. Kriege ich ihn zum Sprengen, sonst spreng ich ihn selber. Okay, ich kriege ihn nicht zum Sprengen. Dann trauen wir uns vorsichtig ran und gehen wieder weg. Schade. Oh, und ich bin in dem Raum gelandet. Ich wollte gerade sagen, ich müsste doch eigentlich in einem kleinen Raum landen, weil wir ja Dings haben, Maze. Ich verstehe, was ist passiert. So, wenn ich jetzt schaffe, zwei Räume runterzugehen, könnte ich mein halbes Herz wieder mitnehmen. Bevor es zu kritisch wird, setze ich Passage ein. Es ist nicht einfach. Die Situation ist nicht optimal. Treff nicht. Ich treff die nicht. Wieso treffe ich die nicht jetzt? Aber irgendwas sagt mir, dass das Eyeball vielleicht nicht die beste Wahl war. Bin mir nicht sicher. Nein, das ist da drüben. Oh, danke. Er hat sich regeneriert. Er hat sich von selbst regeneriert. Danke, Isaac. Du bist ein guter. Also Lazarus, aber egal. Nein! Oh! Da war fast der Hit. Da war fast der Hit. Gerinnt es jetzt wieder von selber oder muss ich was tun dafür? Wie lange dauert so eine Regeneration? Muss ich da ein bisschen hin und her laufen und dann regeneriert das sich oder was ist los? Ah, okay. Ob ich jetzt ein Herz oder ein halbes Herz habe, macht hier keinen Unterschied. Also das halbe ist auch in Ordnung. Tu mir nicht weh, bitte. Dankeschön. Ach, ich dachte, das füllt mich auf. Nee, das füllt mir. Schade. Hat leider nicht den Effekt gemacht, den es machen sollte. Ärgerliche Momente. Okay. Ist da irgendwo ein schöner Stein dabei? Nö. Ich guck so genau drauf, ihr glaubt es mir gar nicht. Na gut, ihr glaubt es mir wirklich nicht. So. Ich hoffe, das ist der Weg zum Boss. Ich drehe durch, wenn nicht. Wehe, ihr trefft mich. Wehe, ihr trefft mich. Wehe, ihr trefft mich. Okay. Sieht doch ganz gut aus. So, der nächste Raum wird dann... Alter, was war das? Wo bin ich denn gerade reingelaufen? Ich wollte gerade sagen, der nächste Raum... Holy shit! Was ist passiert? Ey, wenn das jetzt mein letztes Herz gewesen wäre. Ich wollte gerade sagen, der letzte Raum wird dann zeigen, ob wir zum Boss kommen oder nicht. Aber was war das denn gerade? Boah, meine Nerven. Das muss ich mir im Video wieder angucken, wo ich da reingelaufen bin. Oh Gott, Last. Lass mich bloß in Ruhe, Kollege.
Spritze. Die Spritze ist cool, die kann man mitnehmen noch. Ist hier wieder irgendwas, wo ich reinlaufen kann, was plötzlich explodiert oder so? Sieht nicht so aus. So, ist hier noch ein Geheimgang? Ist hier noch ein Geheimgang? Bitte blaue Herzen. Sind das gefährliche Kisten? Sehe ich das vorher? Die sehen für mich normal aus. Okay. Bist du eine gefährliche Kiste? Nein, du siehst auch normal aus, aber leider hast du nichts für mich von Bedeutung. Okay. Ich hoffe halt auf ein schönes Boss-Item noch, ne? Sonst hätte ich Passage auch einsetzen können, aber... Wir gucken mal, was wir bekommen. Loki. Loki dürfte ich doch eigentlich nicht versauen, oder? Sind wir mal ehrlich, Loki dürfte ich doch nicht versauen. Und ein Satanraum. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt rein will. Was könnte passieren? Krampus könnte mir entgegengerannt kommen. Aber es könnten auch rote Kisten sein und rote Kisten könnten Items bedeuten. Ne, wir müssen auf jeden Fall rein. Ich werde bekloppt, wenn ich nicht reingehen würde. Okay, was haben wir hier? Ich weiß leider nicht, was das macht und ich werde es nicht riskieren, das zu nehmen. Habe ich auch noch nie gehabt. Also das würde ich jetzt auch nicht nachgucken. In einem Run mit paar mehr Herzen würde ich es vielleicht probieren. Aber hier in dem Fall... Nope. Keine Chance, das zu nehmen. Okay. Puh, it lives. Scaredwump 2. Oh nein, es ist schon wieder so... Es gibt so viele Möglichkeiten. Soll ich den Weg da nach oben probieren? Könnte der was sein? Ich würde eher vermuten, dass It Lives da am anderen Ende ist, aber man weiß es halt nicht. Es kann theoretisch überall sein, ne? Ich würde eher vermuten, It Lives ist da oben rechts. Ich denke, wir gehen nach oben rechts. Okay. Gut, Junge! Ich hab so Schiss, dass wieder irgendwas irgendwo explodiert, ne? Schade. Alter. Ich warte jetzt, bis ich regeneriert bin. Ich gehe keinen Schritt weiter. Bis ich mein halbes Herz nicht wieder habe. Kann ich einfach stehen bleiben oder muss ich rumlaufen? Das ist alles nur, die Herzen sind nur so knapp, weil ich in diesem Scheißraum den Code überall verschmieren musste. Das war wieder so eine dämliche Idee einfach. Mache ich nie wieder. Komm schon. Gib mir mein halbes Herz. Ich warte. Ist mir egal. Ich kann noch mal in den anderen Raum laufen. Er gönnt nicht. Er gönnt mir mein halbes Herz nicht mehr. Gönnst du mir einen Geheim... Nee, Quatsch, da kann kein Geheimraum sein, da war der Stein. Jetzt gönn mir doch mein halbes Herz. Was ist denn das jetzt hier?
Oh Gott, danke. Danke. Jetzt habe ich wieder zwei Hits. So, was, oh Gott! Die gehen zum Glück schnell kaputt. Aber ich muss böse aufpassen, weil es viele sind. Und vor allem viele komische auch noch. Junge. Haben wir es jetzt? Nein. Jetzt haben wir es. Oh Gott, ey. Mach dich weg. So, das halbe Herz lasse ich jetzt hier liegen, weil, wie gesagt, ob ich ein ganzes oder ein halbes Herz habe, macht keinen Unterschied. Schade. So, ich hoffe, ich gehe hier hoch und komme zum Boss. Nein, ich hoffe es nicht, weil ich eigentlich in der... Ich bin viel zu schwach für Idlifs. Ich werde so nicht durch Idlifs durchkommen. Ah, was passiert nicht, wenn ich jetzt hier Passage einsetze? Dann komme ich doch nur nach Sheol runter. Ich will aber nicht nach Sheol. Ich will ja in die Chest. Nee! Ganz, ganz schnell wieder halbes Herz. So. Hier könnte ein Geheimraum sein. Oh. Nee! Scam! Scam! Oh, bitte eine gute Karte. Was ist denn jetzt los? Oh, lol. Einfach eine abstoßende. Was war das? Boom. Chariot. Okay, Chariot für den Boss. Chariot für den Boss und dann wieder das hier holen. Bruder. Ups. Ich glaube... Leute... Sehe ich das richtig, dass hier nach drüben versperrt ist? Heißt es, da könnte der Boss sein? Ist es ein Indiz dafür, dass da der Bossraum ist? Weil ich da nicht sprengen kann? Oder ist da ein anderer Raum, in den ich auch so nicht reingesprengt werden kann? Kann der Challenge-Raum auch einer sein, in dem man sich nicht reinsprengen kann? Oh. Ich bin ein bisschen unschlüssig. Ist da jetzt der Bossraum oder nur ein Challenge-Raum? Wenn ich jetzt den ganzen Weg zurückgehe, nur für diesen einen Raum. Und dann ist der Bossraum doch hier oben. Ich beiß mir in den Hintern. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lasst mich alle in Ruhe. Also links von mir ist der Bossraum schon mal nicht. Bruder. Ich habe halt so einen Bammel, nachdem vorhin da irgendwas explodiert ist, ne? Dass ich da wieder irgendwo reinlaufe, was schlecht ist. Weiß es nicht. Wir gehen jetzt mal hier hoch. Da ist der Bossraum. Okay, alles richtig gemacht. Dann ist es ein Challenge-Raum. Dann ist es doch nur ein Challenge-Raum. Alles gut, alles gut, alles gut. Wir haben eh 99 Münzen. Ich habe das nicht gesehen. Bitte explodiert jetzt nicht irgendwas. Irgendwas, bitte lass jetzt nicht irgendwas in mir explodieren. Ich raste aus. Okay. So, wir haben noch... Nee, wir haben keine Bombe. Doch, wir haben noch eine Bombe, aber hier wird kein Geheimraum sein. Okay. So. Ziel... Reingehen, Chariot einsetzen, glücklich sein. Weil mit Chariot kann ich die Augen am Rand kaputt machen. Ich hoffe, dass Chariot das ist, was ich denke. Ich hoffe, dass es mir diesen Einhorn-Effekt gibt, diesen Regenbogen-Effekt. Wenn nicht, dann habe ich wieder gefailt.
Na, das wird wieder sowas, wo ich sage, da würde ich dann doch ganz gerne nachgucken. Auf geht's. Yes. Yes. Nicht gut. Ich wurde getroffen. Meine Nerven. We did it. Man muss gar nicht in die Chest. Man muss gar nicht in die Chest. Es reicht. Es reicht einfach, hier zu siegen. Oh, meine Nerven. Wir haben Bethany. Wir gehen trotzdem weiter, natürlich. Jetzt gehen wir natürlich noch weiter. Boah, wir haben Bethany. Ich werd bekloppt. Alter. Okay. Okay. Oh. Boah, Junge. Ich bin gerade viel zu erleichtert, um mich zu konzentrieren. Heieieiei. Was ein verrückter One. Jo, das sieht gefährlich aus. Oder? Ist das eine normale Batterie? Sieht komisch aus. Ich komme hier nicht ran. Weder an das eine noch an das andere. So, ist hier der Boss? Nein, schade. Was ist das denn? Ein Spachtel. No more spikes. Das klingt super. No more spikes klingt super. Das nehme ich mit. Nützt mir zwar jetzt wahrscheinlich nichts mehr, aber ich nehme es mit. Okay, aber hier war schon mal der Boss nicht. Hier hinten könnte auch noch sein. Die sehen explosionsfreudig aus. Ah, die explodieren gar nicht. Okay. Gut. Hier ist auch kein Boss oben. Schade. Das Feuerding gefällt mir nicht. Vielleicht explodiert es irgendwie. Keine Ahnung. Okay. Okay. Kompletten Boss wollte ich jetzt eigentlich auch nicht bekämpfen. Gut. Mach dich weg. Mach dich einfach weg. So. Okay, das geht jetzt sehr fix mit meiner Waffe. Oder mit meinen Waffen. Okay, geht nur nach oben weiter. Ja, dann kommt er da halt ganz am Ende. Ach, ist das Kacke. Okay, Challenge-Raum ist auch nicht weiter für uns relevant. Oh nee, die machen wieder lustiges, blödes Licht. Gedönse. Please don't hit me. Und seht ihr den Effekt von No Spikes? Hier wären Spikes in der Mitte. Das ist ein voll gutes Item. Der Spachtel macht die Spikes weg. Merken. Merken. Gott, oh Gott, was seid ihr denn? Ihr seid neu, ich kenne euch noch nicht. Ich mach euch einfach kaputt, okay, cool. Ja, okay, ich mach die einfach kaputt, ist in Ordnung. Da ist wieder eine Rune. Ah, jetzt habe ich Passage gar nicht genutzt, lul. Ah, ich habe es auch nicht gebraucht, lul. Lovers, können wir mal spawnen lassen. Wobei wir noch Herzen rumfliegen haben. Also eigentlich müssen wir es nicht spawnen lassen.
Aber was macht denn jetzt Jera wieder? Oh, Abundance. Keine Ahnung, was Jera macht. Yo! Das macht halt auch die Spikes. Hier weg! Der Spachtel macht halt auch die Spikes. Da weg! Ja, und dann laufe ich einfach mal hier rein. Ist auch in Ordnung. Danke, Curse of the Maze. Wo wurde ich getroffen? Ja, egal. Ach so, stimmt. Ich habe ja noch... Ja, okay. Scheiß drauf. Wir haben, was wir wollten. Wir haben, was wir wollten. Bethany mit dem Book of Virtues. Was immer das ist, keine Ahnung. Nächstes Mal spielen wir einen Run mit Bethany. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.